Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist und ich bin jetzt in Berlin mit Matthias Bröckers verbunden. Der ist unter anderem bekannt als Autor bei der Taz und Telepolis. Hallo Matthias. Hallo Lars. Sag mal, du hast ein neues Buch geschrieben, das kommt jetzt gerade dieser Tage raus. Das heißt JFK, Staatsstreich in Amerika, ist im Westend Verlag in Frankfurt erschienen. Ich kann das nur empfehlen. Die Frage, die ich aber als erste stellen möchte, ist, wie bist du überhaupt darauf gekommen, es zu schreiben? Bist du selber darauf gekommen oder hat man dich gefragt, ob du es schreibst? Ich bin im letzten Jahr, also so ungefähr vor einem Jahr, von verschiedenen Verlagen, gleich drei Stück, kurz hintereinander gefragt worden. Und ich habe mich gewundert, wie kommen die denn darauf? Dann fiel mir ein, ach so, die haben, wie das halt die Programmmacher in Verlagen so machen, was machen wir denn im nächsten Jahr, mal im Kalender geguckt, festgestellt, ah, 50 Jahre Todestag, Kennedy, was gibt's denn da? Dann haben sie kurz mal bei Google reingeschaut. Und ich habe vor 10 Jahren zum 40. Todestag bei Telepolis ein längeres Stück, zweiteiliges Stück geschrieben zu dem Mord an JFK und den ungeklärten Fragen. Und so sind dann eben auch die Verleger, haben gesagt, ach ja, der Bröckers, guck mal hier, der hat doch da schon mal was zu gemacht. Und so kam ich dann sozusagen zur Auswahl, mir einen Verlag auszusuchen. Ich habe es dann bei Westend gemacht, bei denen ich jetzt schon einige Bücher publiziert habe. Und habe aber zuerst mal gesagt, ach nee, ach Kennedy, Mensch, da gibt es doch nichts Neues. Das ist doch, da gibt es schon 5000 Bücher. Was soll ich da noch zu sagen? Ich habe vor 10 Jahren da ein langes Stück geschrieben. Und dann habe ich trotzdem noch mal angefangen, ein bisschen zu recherchieren und zu schauen und festgestellt, oh, da gibt es ja doch noch einige Sachen, die auch erst in den letzten Jahren bekannt geworden sind. Und ja, habe mich dann so nach ein paar Tagen Recherche und Lektüre entschieden, okay, ich gehe das mal an. Ja, und so ist dann das Buch zustande gekommen. Ich habe mich dann ja, insgesamt durch mehr als 10.000 Seiten gewälzt, sowohl von neu erschienener Literatur zum Fall als auch zu verschiedensten Dokumenten, den Warren Report und all das, was man sozusagen zum Fall mittlerweile, was öffentlich zugänglich ist. Und ja, dann habe ich mich Ende des Jahres hingesetzt und angefangen zu schreiben und diese Woche kommt das Buch raus. Ist das nicht auch generell so ein Problem bei der John F. Kennedy Literatur? Die ist so reichhaltig, dass man da leicht mal den Überblick verliert, was eigentlich auch wichtig ist und was nicht? Ja, das ist ein großes Problem. Es gibt ja kaum eine Person und auch einen ja, Mordfall, der mehr Literatur und mehr verschiedenste Hypothesen und Theorien generiert hat als der Mord an JFK. Und es gibt da auch einen Haufen Unsinn. Und es macht dann schon so Mühe, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber zum einen hatte ich mich ja mit dem Thema schon beschäftigt und hatte einiges hier schon im Regal an Fachliteratur zum Thema, hatte also schon ein gewisses Vorwissen. Und zum anderen hat mich das auch dann, nachdem ich da in die Recherche eingestiegen war und ein paar Sachen gefunden hatte, die mir selbst auch neu waren, dann wirklich gereizt, ja, so mich durch diesen Dschungel da mal durchzukämpfen und zu versuchen, für Leser die ja, die Spreu vom Weizen zu trennen und zu schauen, ob man da nicht eine stringente Geschichte hinkriegt. Ich nenne ja, das kann ich auch gar nicht in dem Buch, das fragt mich jeder, ach, du hast über Kennedy geschrieben, wer war es denn nun? Ich mache mich da nicht zum Idioten, indem ich da rumspekuliere sozusagen, sondern ich habe versucht, nur das auch zu schreiben, was belegbar ist und keine neue Theorie den schon existierenden Dutzenden von verschiedenen hinzuzufügen. Ja, also ich würde sagen, du zirkelst den Kreis derer, die es gewesen sein könnten, ein
und tust das, indem du anwendest, was bei einem Mordfall immer wieder angewendet wird, nämlich die Frage nach dem Motiv, den Mitteln und der Möglichkeit, einen Mord zu begehen. Wenn man das unter dieser Kategorie betrachtet, dem Motiv, den Mitteln und der Möglichkeit, dann scheiden ja schon einige der normalen Verdächtigen aus. Also zum Beispiel, es wird ja immer wieder gesagt, ah, die Mafia, die könnte es gewesen sein. Hatte aber die Mafia wirklich alle Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung? Genau, so bin ich da rangegangen, also durchaus, ja, wie du sagst, mit der Frage, die man auch in einem forensischen, kriminalistischen Verfahren anwendet. Motiv ist eine ganz, ganz wichtige Kategorie bei einem Verbrechen. Wer hat ein Motiv dafür? Ja, aber ein Motiv ist eben nur das eine. Und ein wichtiges, aber bei weitem nicht ein hinreichendes Argument, um jetzt jemanden zu beschuldigen. Und bei JFK, Entschuldigung, bei JFK gibt es eine Menge Menschen und Gruppen und Institutionen und Instanzen, die ein Motiv hatten. Und daraus haben viele Autoren und Leute dann schon ihre Hypothesen oder Theorien gestrickt. Zum Beispiel eben, und das ist ja neben der offiziellen Theorie Lee Harvey Oswald als Einzelschütze, die zweite offizielle Theorie, die dann in den 70er Jahren bei der zweiten Untersuchung dieser Morde herauskam. The mob did it, also die Mafia war es. Und wenn man da denn mal genauer schaut, dann findet man, ja, die Mafia hatte durchaus ein Motiv. Da ging es eben auch in einem wesentlichen Punkt um Kuba. Kennedy hatte verweigert, mit der Armee bei der Schweinebucht-Invasion einzugreifen und sozusagen Kuba zu erobern, zurückzuerobern für die Mafiosi, die dann nach Castros Revolution ihrer Bordelle und Casinos und damit Millionenumsätze verloren hatten. Zum Zweiten hatte Robert Kennedy, der damalige Justizminister, eine starke Verfolgung der Mafia durch die Behörden angeleiert und eingeleitet. J. Edgar Hoover, der FBI-Chef, hat ja jahrzehntelang behauptet, es gibt keine organisierte Kriminalität, es gibt keine Mafia bei uns, ja, und hat sich vor allen Dingen auf die Kommunistenjagd beschränkt. Robert Kennedy hat das geändert und hat also massiv versucht, der organisierten Kriminalität ans Leder zu gehen. Das sind in diesem Fall die Motive. Aber hat die Mafia auch die Mittel und Möglichkeiten, muss man dann fragen. Die Mittel, fraglos, was sind die Mittel für so einen Mord? Man braucht Scharfschützen, man braucht also sozusagen organisierte Gewalttäter. Darüber verfügt sie auch. Aber wenn man dann weiterschaut und sich anguckt, wie ist das abgelaufen da in Dallas, dann findet man ganz schnell Punkte, wo die Mafia ausscheidet als alleiniger Organisator, Planer und Täter dieser Sache. Zum Beispiel rennt ja direkt nach den Schüssen ein Polizist hoch auf diesen Grassy Knoll, auf den Grashügel da, von dem ganz viele Passanten sagen, hier da hinten, da ist noch Rauch, da hat es geschossen, von da kamen die Schüsse. Rennt ein Polizist hoch mit gezogener Pistole, es sind nur 2-3 Polizisten da stationiert für die Verkehrskontrolle, der eine von denen rennt da hoch und da kommt ihm ein Mann entgegen, er hält ihm die Knarre hin und er sagt, hier weisen Sie sich aus, was machen Sie hier? Da zückt dieser Kerl ein Ausweis des Secret Service, also der Leibwache des Präsidenten. Und der Polizist, der solche Ausweise kennt, guckt drauf, sagt, ja, ist in Ordnung. Und der Mann geht weg. An dem Tag sind noch 2-3 weitere Leute direkt nach den Schüssen von Polizisten auf dem Platz dort gefragt worden. Und die haben auch diesen Ausweis gezückt. Ja. Mafiosi sind aber nur nicht in der Lage, sich mit offiziellen Ausweisen
Ausweisen der Präsidentengarde auszustatten. Das ist nur mal ein Punkt. Es gibt noch einige weitere, warum die Mafia als Alleintäter dort ausscheidet. Und so habe ich eigentlich auch die anderen Hypothesen, die es gibt, zum Kennedy-Mord. Also es waren die Russen, es waren die Kubaner, es waren die Chinesen, es war die Federal Reserve Bank, weil Kennedy eine andere Währung einführen wollte. Es war der Mossad und die Israelis, weil Kennedy die Atombewaffnung Israels verhindern wollte und, und. Es waren die, er hat Akten über UFOs angefordert und die Leute, die UFOs, UFO-Geschichte bei der CIA unter am Deckel halten wollten und beim Militär, haben ihn deswegen umgebracht und so weiter und so weiter. Das kann man, wenn man mit der Methode rangeht, kann man diese Gruppen alle relativ schnell ausscheiden. Selbst wenn ein Motiv, jetzt sagen wir mal das angesprochene mit der Währung, dass Kennedy der Federal Reserve ans Zeug wollte, was so, wenn man genauer hinschaut, auch gar nicht stimmt, aber lassen wir es mal so stehen. Ja, es haben aber keine Banker dort auf dem Hügel gestanden und geschossen. Und die waren auch nicht in der Lage, genauso wenig wie die Mafiosis oder die Kubaner oder wer immer, hinterher, und das ist das ganz Entscheidende, hinterher und seit 50 Jahren diesen ganzen Fall zu vertuschen, diesen ganzen Fall so unter der Decke zu halten und alle Beweisstücke so geheim zu halten, dass nichts anderes als Lee Harvey Oswald als Einzeltäter bis heute im Lexikon steht. Das kann auch kein Mafia-Boss und sei er noch so reich und mächtig veranstalten. Ja. Und so bin ich eben sozusagen nach diesem Ausschlussverfahren vorgegangen und habe zum Beispiel dann geschaut, ja, wie war das denn in dem Krankenhaus, wo im Parkland Hospital, wo der Präsident dann hingefahren wurde nach den Schüssen. Da wurden ja dann Wiederbelebungsmaßnahmen veranstaltet und es wurde untersucht. Dann wurde er in Flugzeug gepackt und nach Washington geflogen. Dort im Bethesda Hospital, ein Militärhospital, wurde dann die offizielle Autopsie veranstaltet und gemacht. Und auch Röntgenbilder und Autopsiefotos. Und das ist ein Punkt, der erst in den letzten Jahren wirklich zweifelsfrei rausgekommen ist, dass diese Fotos, die bis heute im Nationalarchiv lagern und auch die Röntgenbilder, dass die manipuliert sind. Dass das, was da als Schädel des ermordeten Kennedy an Fotos zu finden ist, dass das nicht die Original-Autopsiefotos sein können. Dass Assassination Records Review Board, ARRB, das Mitte der 90er gegründet wurde, aufgrund eines Kongressbeschlusses, hat man damals, der Oliver Stone-Film über JFK war der Auslöser und die Unruhe, die in der Bevölkerung aufgekommen war, nachdem die Leute diesen Film überall gesehen haben, gesagt, das stimmt doch alles nicht, was uns da erzählt wird von Oswald, hat der Kongress tatsächlich in einer erleuchteten Stunde dieses Gesetz beschlossen und eine Kommission von Historikern und Experten rangesetzt. Und per Gesetz verfügt alle Akten und Aufzeichnungen und Dokumente, die bei den verschiedensten Behörden lagern, über den John F. Kennedy und diesen Mord, die müssen jetzt herausgegeben werden und zentral gelagert und von dieser Expertenkommission untersucht. Und dabei tauchten dann eben auch, und diese Kommission hat auch Zeugen dann noch vorgeladen, unter anderem die Fotografen, die damals diese Autopsiefotos gemacht haben. Und die haben unter Eid ausgesagt, nee, sorry, also das, was hier im Nationalarchiv liegt, das sind nicht meine Fotos. Also diese Bilder wurden manipuliert und sie liegen seit 50 Jahren dort als die scheinbaren Originalbilder. Und das ist ein ganz zentraler Grund, weshalb sich diese Einzeltätertheorie, dass ein Schuss von hinten, der von Lee Harvey Oswald aus dem fünften Stock gekommen sein soll, den Präsidenten getötet hat und nicht einer von schräg vorne von diesem grasigen Hügel,
da liegen manipulierte Fotos und alle Experten, die seitdem nochmal den Fall untersucht haben und sich diese Fotos angeschaut haben, gesagt, ja stimmt, das ist ein Schuss von hinten. Das alles kann niemand bewerkstelligen, der ein einfacher Krimineller ist oder der auch ein Exilkubaner ist und sauer auf Kennedy, weil er da die Insel nicht zurückerobert hat, und noch weniger ein Russe oder ein Chinese oder ein israelischer Agent, der aus welchen Gründen auch immer den US-Präsidenten beseitigt. Das können nur in dem Fall die Militärs und die Geheimdienste der USA veranstaltet haben. Und so komme ich sozusagen mit diesem Ausschlussverfahren komme ich dann dazu, dass ich ja zwar nicht die konkreten Täter nenne, aber das Wie und das Warum dieses Mords ziemlich gut darstellen kann. Ja, kommen wir nochmal zurück zu den Secret Service Ausweisen, den falschen Secret Service Beamten am Daily Plaza, weil es, ja. Es ist ja interessant, also es gibt da ja auch Zeugenaussagen von Leuten, die vor Ort waren, dass Secret Service Personal zum Beispiel Fotos von dem beschlagnahmt hatte, Filme, und die dann auch vernichtet hat. Also das ist schon wichtig. Und dann stellt sich halt jetzt die Frage, wer war es denn? Wer war denn in der Lage, solche Secret Service Ausweise herzustellen und abzugeben? Ja, das Interessante an dieser, das stimmt, es sind da verschiedenste Leute, die fotografiert haben und so. Da kamen dann irgendwelche Typen, haben gesagt, hier, Kamera her, haben die Filme rausgerissen. Die waren keine offiziellen Secret Service Leute. Jedenfalls nach Aussagen des Secret Service hatten die einzigen Leute des Secret Service, die an dem Tag am Platz waren, waren die, die im Auto hinter Kennedy mitfuhren, also in der Wagenkolonne. Aber die waren nicht auf diesem Platz verteilt. Die Männer, die da sozusagen dann die Filme beschlagnahmt haben und noch, ja, muss sagen, die den Tätern, also den Scharfschützen, die die Schüsse da abgegeben haben, dann geholfen haben und Deckung verschafft haben, das waren keine echten Secret Service Männer, sie hatten aber echte Ausweise. Erst sehr viel später, Jahrzehnte später, kam raus, wer diese Ausweise herstellt, nämlich das technische Büro der CIA unter Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb ist so ein, ja, wie nennt man das, Evil Doctor der CIA, der unter anderem für die ganzen Giftanschläge und die verschiedensten Dinge, die man da gebaut hat, explodierende Zigarren, vergiftete Cocktails, vergiftete Taucheranzüge, mit denen Fidel Castro ermordet werden sollte, zuständig war. Und Gottlieb war auch der Chef des MK-Ultra-Programms, also dieses absolut zynischen und perversen Programms, mit dem die CIA in den 50er Jahren mit verschiedensten Menschen mit Drogen operiert hat, Bordelle eingerichtet hat, in denen Leute unwissentlich unter LSD gesetzt worden und dabei gefilmt, also ein wirklich haarsträubendes Programm veranstaltet. Das ist dieser Herr Gottlieb, und seine Abteilung war zuständig für die Secret Service Ausweise. So, mal ganz abgesehen davon ist es aber frappierend und eben für die Täterfindung und die Wahrheitsfindung höchst relevant, dass die Aussagen, zum Beispiel des Polizisten, der da auf den Hügel gerannt ist und so einen Ausweis vorgezeigt bekommt, dass die ja durchaus vorlagen, aber weder das FBI noch später die Warren-Kommission das irgendwie weiter untersucht hat. Also es wurde schlicht und ergreifend nicht weiter ermittelt, wer waren denn diese Männer, die dort mit gefälschten oder mit echt wirkenden gefälschten Ausweisen rumliefen, die Filme beschlagnahmt haben, die sich dem polizeilichen Zugriff entzogen haben, weil sie als Secret Service Männer durchgingen. Das wurde schlicht und ergreifend nicht weiter untersucht. Und schon daran kann man sehen, dass an dieser ganzen Geschichte etwas faul ist, weil selbst wenn Herr Oswald da oben als der Todesschütze verantwortlich gewesen sein soll, dann wäre doch naheliegend, dass eine polizeiliche und kriminalistische Untersuchung dieses Falls sofort diesen Spuren nachgeht. Ach, ist ja interessant, da waren 3-4 Männer mit solchen Ausweisen, die scheinen ja offensichtlich mit dem Mörder irgendwie in Zusammenhang zu stehen, wenn die da hinterher Filme beschlagnahmen und so weiter.
Also das hat alles gar nicht stattgefunden. Und das bringt dann das FBI, also J. Edgar Hoover und auch die Warren-Kommission letztlich auf die Anklagebank, weil man muss fragen, Leute, was habt ihr hier eigentlich für eine Ermittlung veranstaltet? Beziehungsweise man kann feststellen, es war gar keine Ermittlung, sondern explizit eine Nichtermittlung. Ja, da können wir auch gleich nochmal auf die Gründe zu sprechen kommen. Aber eine Auffälligkeit, die, auf die man immer wieder stößt, ist bei den Aussagen, die Zeugen gemacht haben. Kommt bei der Warren-Kommission durch das FBI und das CIA vornehmlich eigentlich immer was Falsches an. Also wenn diese Leute dann Jahrzehnte später ihre angebliche Aussage sehen, die sie gemacht haben sollen, erkennen sie die nicht wieder. Ja, der Warren Report erschlägt ja sozusagen den Normalleser, den Normalverbraucher mit seinem gigantischen Volumen, 26 Bände von Zeugenaussagen. Aber zum einen sind viele relevante Fragen, wie eben die angesprochene mit dem Secret Service Männern, die gar nicht weiter verfolgt wurden, dort gar nicht enthalten. Und zum anderen sind viele relevante Aussagen dann irgendwo in Band 24 in der Fußnote verborgen, wo man dann denkt, ach ja, aber das ist aber interessant, wieso steht denn das hier ganz hinten? Der Jim Garrison, der dann 67 den Prozess in New Orleans führte, den ersten und einzigen Gerichtsprozess, den es ja wegen dieses Mords überhaupt gab, und der von vorn bis hinten vom Establishment in Washington sabotiert wurde. Der Garrison hat ja am Anfang auch als ja, konservativer Jurist, ehemals FBI-Mann, lange beim Militär, alles geglaubt, was in diesem Warren Report behauptet wurde. Er hatte ihn aber nicht gelesen. Und als dann der Senator von Louisiana ihm mal zufällig erzählte, dass das doch alles unglaubwürdig sei, hat sich der Garrison das kommen lassen und hat diese Bände studiert und sagt dann, ja, das hat meine Berufsausfassung als Staatsanwalt aufs Tiefste beleidigt, wie hier mit Zeugen und Zeugenaussagen und umgegangen wurde und wie bestimmte Fragen einfach schlicht nicht untersucht wurden. Und viele Zeugenaussagen wurden in der Tat manipuliert. Die Marina Oswald, die Frau von Lee Harvey Oswald, wurde ja wenige Stunden oder anderthalb Stunden schon nach den Schüssen oder nach der Festnahme Oswalds dann verhört und die nächsten 3-4 Tage auch in einer abgeschlossenen Hotelanlage. Dieses Verhör hat aber erstaunlicherweise nicht durch die Polizei stattgefunden, sondern durch den Militärgeheimdienst. Da fragt man sich denn, was hat denn der Militärgeheimdienst zu suchen? Es geht hier um eine kriminalistische, polizeiliche Ermittlung. Was sind da irgendwelche Geheimdiensttypen, die die Ehefrau des vermeintlichen Täters hier zu interviewen haben? Ja, das war der Militärgeheimdienst. Sie haben, weil die Frau Oswald damals kaum Englisch sprach, einen Russischübersetzer beigeholt. Und mittlerweile oder schon seit einiger Zeit wissen wir, dass diese Aussagen, die sie da gemacht hat, völlig manipulativ übersetzt worden sind. Und auch der Warren-Kommission hat sie ja einige Aussagen gemacht, die sie später widerrufen hat. Und man muss das also als einen Haufen Lügen auch zum Teil bezeichnet, was da über sie geschrieben wurde anhand ihrer angeblichen Aussagen. Also es wurden dort auch Zeugenaussagen manipuliert, sowohl in den Polizeiberichten direkt nach der Tat als auch im Warren Report. Und wenn man sich das alles anschaut, dann kann man einfach nur feststellen, wenn Lee Harvey Oswald tatsächlich ein Einzeltäter gewesen sein soll, warum dann dieser verdammte riesige Aufwand? Der Fall wäre ja auch nicht heute noch virulent und umstritten, wenn es wirklich nur ein einzelner Täter gewesen wäre, dann wäre der bis in den kleinsten Papierschnipsel aufgeklärt und jenseits aller Zweifel einfach nachvollziehbar. Und das ist er nicht. Und
die Art und Weise, wie die Polizei und dann auch später die Kommission damit umgeht, die deutet schon eindeutig darauf hin, dass hier jemand eben zugerichtet wird, nämlich Lee Harvey Oswald als Täter. Dieser Warren Report, also der Hauptbericht, die 700 Seiten, besteht zum Großteil aus einem psychologischen Profil von Oswald, wo also über seine Kindheit und Jugend und dass er so ein etwas schräger, gestörter Typ war und ehrgeizig und. Also psychologisches Profil wird da gewälzt über Seiten und Seiten und Seiten. Konkrete Tatnachweise, die ihn wirklich als Täter vor Gericht eindeutig identifizieren, die fehlen. Und selbst Gerald Posener, also der Mann, der mit dem Buch Case Closed in den 90ern eine riesige Apologie des Warren Reports, das sei alles in Ordnung und Oswald ist der Täter und alle Leute, die was anderes behaupten, sind blöde Verschwörungstheoretiker. Selbst Gerald Posener sagt mittlerweile, dass Oswald, hätte es ein Gerichtsverfahren gegeben, als freier Mann den Gerichtssaal verlassen hätte, weil die Beweise, die gegen ihn vorliegen, auch in diesen 26 Bänden des Warren Reports schlicht und ergreifend nicht ausreichen und nicht zeigen, dass er der Mörder Kennedys ist. Ja, dann kommen wir mal zu Herrn Oswald. Herr Oswald ist bekannt eigentlich ja in der populären Wahrnehmung als Kommunist. Was hat das mit dem CIA zu tun? Der Oswald spielt den Kommunisten. Ja. Oswald ist mit 17 hat er versucht, zu den Marines zu kommen mit einem falschen Ausweis, falschen Geburtsurkunde, hat er sich älter gemacht. Erst ein Jahr später, als er dann wirklich alt genug war, konnte er dann dort eintreten. Dann macht er da eine Ausbildung zum technischen Funker, ist also mit Funk und Radar und diesen Dingen befasst und ist stationiert in Japan auf einer Airbase der Amerikaner, die im Wesentlichen von der CIA geleitet wird, weil dort die U-2-Überwachungsflugzeuge, also das größte und tollste Hightech-Projekt der CIA zu dieser Zeit, Flugzeuge, die so hoch fliegen können, dass sie von keinen Flak, also Abwehrraketen, erreicht werden können. Und die Fotos eben der Überwachungsbilder liefern. Diese hochgeheime, super Hightech-Maschine ist dort in Japan stationiert. Die CIA hat die unter Kontrolle. Dort ist auch Oswald stationiert, lernt merkwürdigerweise während dieser Zeit Russisch. Wenn man sich fragt, wieso lernt ein Marine irgendwie Russisch, lässt sich dann 59 entlassen bei den Marines, also verlässt die Marines und geht nach Russland als sozusagen Überläufer, fährt er nach Russland. Er hat eigentlich überhaupt kein Geld. Die Reise kostet ihn insgesamt 1500 US-Dollar. Man weiß nicht, wo die überhaupt herkamen, weil er hat kein Vermögen. Es sind auch, das noch als kleine Randbemerkung, bis heute sämtliche Steuerbescheide von Lee Harvey Oswald top secret. Die hat kein Forscher bisher aus denen rausbekommen, weil da vermutlich drinsteht, dass Oswald also neben seiner normalen Tätigkeit als einfacher Soldat eben noch Zusatzeinnahmen hatte und das müsste in seinem Steuerbescheid stehen. Deshalb sind die Steuerbescheide gesperrt bis heute. Also Oswald geht nach Russland, geht nach 2 Tagen dort auf die amerikanische Botschaft und sagt, ich bin Kommunist und ich werde jetzt hier den Russen alles erzählen, was ich über die U-2-Spionageflugzeuge weiß und die militärischen Geheimnisse, die mir bekannt sind. Und der KGB, also der russische Geheimdienst, glaubt ihm erstmal nicht, dass er echt ist, hat es ihm wahrscheinlich nie richtig geglaubt. Und Oswald geht dann kriegt dann einen Job in einer Radiofabrik in Minsk und verbringt da 2 Jahre.
2,5, lernt dort seine Frau Marina kennen, die ihn anfangs, weil er so gut Russisch spricht, für einen Landsmann hält. Also er hat schon perfekt die Sprache drauf. Dann stinkt ihm das da aber und er will wieder zurück nach Amerika. So, jetzt haben wir auf der einen Seite hier einen jungen 20-jährigen Kommunisten, der zum Todfeind in die Sowjetunion übergelaufen ist, der behauptet hat und gesagt hat, ich verrate alle meine militärischen Geheimnisse. So, nach 2 Jahren überlegt er sich anders und will wieder zurück. Und was passiert? Die US-Botschaft zahlt ihm das Ticket. Und dann kommt Lee Harvey Oswald wieder zurück in die Vereinigten Staaten mit seiner Frau, die auch jenseits der Immigrationsquoten sofort eine Einreiseerlaubnis und Einbürgerung und so weiter bekommt. So, dann ist er wieder in den USA. Normalerweise wird zu dieser Zeit, wir befinden uns mitten in der hohen, heißen Phase des Kalten Kriegs, jeder Tourist, jeder Geschäftsreisende, jeder Mensch, der aus den USA in ein Ostblockland, in ein Land des kommunistischen Blocks reist, danach ausführlichst vernommen und verhört von der CIA und vom Militär, was er dort erlebt hat, wie es da aussieht und so weiter und so weiter und so weiter. Lee Harvey Oswald, dem wird überhaupt keine Frage gestellt. Der kommt da an mit einem Schiff in Amerika und siedelt nach Texas über und hat dann dort weiter kommunistische Zeitungen abonniert, geschwingt kommunistische Reden, gründet dann in New Orleans ein Büro, eine Filiale der Organisation Fair Play for Cuba, also eine Organisation, die sich für ein entspanntes Verhältnis mit Fidel Castro und Kuba einsetzt. Es ist ein Ein-Mann-Büro, was er dort führt. Er druckt Flugblätter oder lässt sich von der Zentrale des Fairplay für Kuba Material schicken, verteilt Flugblätter, verwickelt sich in Schlägereien mit Anti-Castro-Kubanern in New Orleans, wird in Fernsehsendungen eingeladen und in Radiosendungen zu Diskussionen, ist also aktiv als kommunistischer, in Anführungsstrichen, Agitator, als Ein-Mann-Zelle eines ja neu gegründeten Büros und wird dann nach den Schüssen auf Kennedy sofort als Kommunist bezeichnet. Das erste Kabel, was wenige Stunden nach seiner Verhaftung rausgeht in dieser Richtung, kommt auch vom Militärgeheimdienst. Oswald ist ein Kommunist, der war in Kuba, was nicht stimmt. Er ist Mitglied der Kommunistischen Partei, was auch nicht stimmt. Aber das gehört zu dieser Phase 1, wie Peter Dale Scott das bezeichnet hat, einer der eminentesten Forscher des Kennedy-Mords. In Phase 1 wird nach den Schüssen wird dieser Oswald als Kommunist mit einem Hintergrund KGB, Sowjetunion, Kuba dargestellt. Das gilt aber nur für 1-2 Tage, so lange bis Präsident Johnson die Warren-Kommission zusammengetrommelt hat, unter dem sehr angesehenen Verfassungsrichter Earl Warren und lauter hochmögenden, allgemein akzeptierten Politikern, Senatoren und so weiter, die eigentlich alle gar nicht wollen in diese Kommission. Sie haben auch ganz anderes zu tun. Und Johnson erpresst diese Leute quasi, da in diese Kommission zu gehen, mit dem Hinweis, hör zu, Oswald ist ein Kommunist, aber das darf nicht öffentlich werden, dass die Kommunisten dahinter stecken, hinter dem Mord an Kennedy, weil dann gibt es sofort einen Nuklearkrieg und das ist zu gefährlich. Und dann kommt sofort Phase 2 der Vertuschung, nämlich der verwirrte Einzeltäter Lee Harvey Oswald. Also ihn als Kommunisten hinzustellen, dient dazu, dann im zweiten Schritt zu sagen, ja, das mag zwar alles sein, aber es darf nicht auftauchen, weil das ist die Gefahr eines Nuklearkriegs. Und deshalb bitte untersucht hier und kriegt raus, was
J. Edgar Hoover, der FBI-Chef, schon nach 2 Tagen feststellt, in einem Link, unsere Ermittlungen sind abgeschlossen nach 2 Tagen und es ist eindeutig, dass Lee Harvey Oswald der einzige Täter ist. So, und nichts anderes als das, was Hoover da nach 2 Tagen feststellt, wird dann in 26 Bänden der Warren-Kommission ein paar Monate später alles nochmal in Anführungszeichen bewiesen. Und dass Oswald ein Kommunist war, ist äußerst fragwürdig. Es ist Unfug. Er war höchstwahrscheinlich ein jemand, der im Rahmen des CIA-Programms falsche Überläufer in die Sowjetunion zu schicken. Dort war Oswald einer von denen. Es wurden ab 1959 ungefähr 2 Dutzend falsche Überläufer generiert, die man dann nach Russland geschickt hat. Also Doppelagenten sozusagen, die dort den Kommunisten spielen sollten. Und zu denen hat Oswald gehört. Dieses False Defector-Programm wurde von Jim Angleton geleitet, dem Chef der Gegenspionage der CIA. Und im Rahmen dieses Programms ist Oswald mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Sowjetunion infiltriert worden. Die CIA hat dann hinterher, als die Schüsse gefallen waren und natürlich sofort Nachfragen kamen, hier, was habt ihr denn über diesen Menschen? Einen falschen Pfeil der Warren-Kommission und auch dem FBI zur Verfügung gestellt, der behauptet, wir haben erste Informationen über Oswald, seit er zurückgekehrt ist in die Vereinigten Staaten 1961. Also angeblich gibt es vorher überhaupt nichts über ihn. Und das ist vollkommen absurd, weil wenn er ein echter Überläufer gewesen wäre, der also tatsächlich kommunistische Gesinnung hat und sein Land verlässt, der Geheimnisträger ist, weil er vorher bei den Marines war, weil er geheime Radarcodes und so weiter, weil er die Hightech-Veranstaltungen der U2-Spionageflugzeuge kennt. Wenn so jemand überläuft, ist er natürlich von höchstem Interesse für die CIA und es hätte also eine Menge Material über ihn gegeben, angeblich. Sagt die CIA, nee, wir haben über den gar nichts, wir wissen erst wieder was von dem, seit er in Amerika zurückgekommen ist. Und das ist der Punkt mit dem Kommunismus beziehungsweise dem falschen Kommunismus von Lee Harvey Oswald. Ja, interessant ist ja auch, wer Lee Harvey Oswald alles so begegnet in der Zeit, seitdem er dann aus Russland wieder da ist. Zum Beispiel, als er dann das erste Mal nach Dallas kommt, er geht ja dann zwischenzeitlich auch nochmal nach New Orleans und kommt dann zurück nach Dallas, aber beim ersten Mal, da wird er gleich integriert in eine ja ziemlich interessante Community in Dallas und insbesondere verkörpert durch George de Morenschild. Kannst du mal über den etwas sprechen? Wer ist das? Ja, George de Morenschild ist eine interessante Figur, der dann auch, wie viele andere Zeugen, ziemlich rechtzeitig ums Leben kommt, als er Mitte der 70er vom House Select Committee on Assassinations, also der zweiten Untersuchung dann des Kennedy-Mords, als die ihn als Zeuge vorlädt. Kommt er 2 Tage zuvor sozusagen termingerecht auch ums Leben, erschießt sich angeblich selber. De Morenschild ist ein weißrussischer Adeliger, der in den 30er Jahren zuerst nach Deutschland und dann nach Amerika flüchtet. Sein Bruder ist schon ein paar Jahre vorher da, ist Mitglied des OSS, also des Vorgängers der CIA. Und als George dann ankommt, will er auch in die OSS eintreten, aber das darf er erstmal nicht, weil er verdächtigt wird, ein Nazi-Spion zu sein. Er studiert dann Geologie und wird ein Spezialist für Öl, ist also Ölgeologe und macht in den 50er Jahren weitläufige Reisen, bei denen er eben ja im Rahmen von verschiedenen Ölfirmen angestellt, da nach Ölvorkommen sucht in den verschiedensten Ländern, hinterher auch immer
ausführlichst von der CIA debrieft wird, was er denn da erlebt hat und gemacht hat. Und als der Oswald jetzt nach Dallas kommt, kriegt er vom CIA-Büro in Dallas irgendwie offensichtlich und höchstwahrscheinlich den Auftrag. Morgenschild hat das abgestritten, dass er diesen Auftrag hatte, sich um diesen Oswald so ein bisschen zu kümmern und den unter seine Fittiche zu nehmen. Was erstaunlich ist, also der Morgenschild ist ein Mitglied der besseren Gesellschaft, vermögend, weit gereist, kosmopolitisch, und Oswald ist so ein 20-jähriger oder 22-jähriger Kommunist in Anführung, der wilde Reden schwingt, der keinen Job hat, kein Geld hat und so. Was so ein Adeliger mit so einem Burschen zu tun haben soll. Oswald bezeichnet ihn schon nach einem halben Jahr als seinen besten Freund, den Morgenschild. Der verschafft ihm auch gleich einen Job in einer grafischen Anstalt, in einem grafischen Betrieb, der eben erstaunlicherweise, und das sind auch alles Dinge, wo man sagt, hallo, da hier geht's so nicht mit rechten Dingen. Oswald ist einerseits Kommunist, angeblich ja übergelaufen zu den Russen, dann zahlen wir ihm das Ticket, dass er wieder nach Hause kommt, verhören ihn aber gar nicht, als er ankommt, wollen nichts von ihm wissen, obwohl er doch Militärgeheimnisse verraten hat. Ja, wir sehen doch jetzt, wie mit Edward Snowden umgegangen wird, der Geheimnisse verrät. Ja, also es wäre so ungefähr so, wenn Snowden jetzt zurückkommt aus Russland und kriegt sofort einen Job, wo? In einem Betrieb, der für die NSA arbeitet. Hallo, würden wir sagen, hier stimmt doch was nicht. Ja? Bei Oswald ist genau das der Fall. Er hat dann in einem grafischen Betrieb, der wofür zuständig ist? Für die Auswertung der Spionagefotos der U2-Spionageflugzeuge. Also ein hochsensibler, militärisch relevanter Betrieb. Dort kriegt dieser zurückgekehrte Kommunist sofort einen Job. Ja. Hier stimmt was nicht. Ja. Macht er bei diesem Betrieb auch diverse Fotos, Fotokopien. Er hat sich vermutlich seinen falschen Ausweis. Er firmiert ja auch unter dem Namen Alex J. Hiddle. Unter dem Namen bestellt er unter anderem ein Gewehr, ein mannlicher Carano italienischen Schießprügel für $12 plus $7 für das Zielfernrohr, mit dem angeblich Kennedy erschossen wurde. Das bestellt er im Versand, was besonders clever ist, weil man da ja eine für richtige Spur hinterlässt, anstatt es im Laden zu kaufen. Wir sind in Texas, da kann man in jedem Laden ein Gewehr kaufen, ohne auch nur seinen Ausweis zu zeigen. Also Oswald arbeitet in diesem grafischen Betrieb, der militärisch hochsensibel ist, auf einen Tipp von Morgenschild. Der sagt, hier geht er mal hin, die suchen Leute. Dann hört er da auf oder beziehungsweise wird entlassen, weil er die Gerätschaften da auch für seine Bilder und Fotos benutzt. Und kriegt dann kurz darauf auch wieder vermittelt, diesmal von einer Freundin seiner Frau, Ruth Payne, die auch im Zusammenhang mit Geheimdiensten steht, kriegt er den Job in dem Schulbuchlager in Dallas, von wo aus er dann angeblich am 22. November 1963 die Schüsse abgibt. Das jetzt, ist jetzt, alles. Jetzt wird ja gesagt, dass Oswald das sozusagen in der Annahme gemacht hat, dass der Kennedy daherkommt. Irgendwann auf der Route durch die Stadt. Konnte er das überhaupt gewusst haben? Oder war es nicht so, dass die Route, die Kennedy letztlich in Dallas genommen hat, kurzfristig auch geändert wurde, dass nämlich das Auto da vorbeikam? Ich habe das, wie gesagt, hochkomplexer Fall und ich wollte nicht mehr als 300 Seiten schreiben. Ja. Ich habe das eigentlich auf 3-4 Seiten, die Frage, ja, war der Oswald überhaupt der Schütze, auf 3-4 Seiten konnte ich die erledigen, indem ich schlicht und ergreifend auf die Uhr geguckt habe. Also das, was im Warren Report an Zeugenaussagen aus dem Betrieb, es sind ja so seine Mitarbeiter und die Leute, die da in dem Haus gearbeitet haben, ausführlich gefragt worden. Und wenn man sich dann da mal eine kleine Zeitleiste macht, dann stellt man Folgendes fest. Es ist 11.45 Uhr, kurz vor der Mittagspause. Und die Kollegen von Oswald da im fünften Stock sagen, Lee, wir fahren schon mal runter.
Ja, sagt er, ich komme auch gleich, schickt mir den Aufzug wieder hoch. So, ein paar Minuten später fährt Oswald jetzt mit dem Fahrstuhl nach unten, wird dann im zweiten Stock von einem anderen Mitarbeiter am Telefon gesehen, da muss er irgendwie telefoniert haben, da ist so ein Telefon im Flur. Dann geht er in den Frühstücksraum. Wir sind jetzt, es ist jetzt ungefähr so 12:10 Uhr. Eigentlich soll jetzt, es war am Tag vorher in der Zeitung in Dallas, der Plan des Autokorsos, den Kennedy nehmen wollte vom Flughafen zu dem Trademark, wo er die Rede halt Mittag essen sollte und dann eine Rede halten, der war eingezeichnet mit einer Zeitleiste. Wann ist das Auto wo? Ja? Die Delay Plaza, da wo das Schulbuchlager ist, war da auch eingezeichnet, auch die scharfe Kurve, die Haarnadelkurve, die er direkt vor diesem Haus nehmen musste, wo das Auto quasi auf Schrittgeschwindigkeit verlangsamen muss, mit der Uhrzeit 12:10 Uhr. So, wo ist aber Oswald um 12:10 Uhr? Eine Mitarbeiterin, die da in den Frühstücksraum geht, um sich was zu trinken zu holen, sagt ja, um 12:10 Uhr saß Oswald da und hat sein Pausenbrot oder sein Lunch verzehrt. Ja, was ist denn das? Oswald weiß nicht, dass sich die Wagenkolonne um 20 Minuten verspätet hat. Das Flugzeug kam mit 20 Minuten Verspätung dort an in Dallas. Also die Kolonne fährt 20 Minuten später los. Die Autos kommen erst um 12.30 Uhr dort an dem Gebäude vorbei. Wenn aber Oswald um 12.10 Uhr noch im Pausenraum sitzt und seine Stulle isst, dann kann er eigentlich nicht der Mörder sein, weil da müsste er ja oben in seinem Schützennest auf der Lauer liegen, weil jeden Moment muss das Auto ja hier vorbeikommen. Ja? So, jetzt ist es 12.30 Uhr. Die Schüsse auf Kennedy fallen. Und sofort rennt ein Polizist in das Schulbuchgebäude rein, weil aus dem Schulbuchgebäude offensichtlich, das haben Zeugen gesehen, da oben, die Tauben fliegen da vom Dach weg, da sind Schüsse gefallen. Rennt also ein Polizist in das Schulbuchgebäude rein, weil der Fahrstuhl kaputt ist, rennt er mit dem Geschäftsführer des Schulbuchlagers die Treppen hoch und kommt im zweiten Stock in den Pausenraum mit gezogener Pistole. Und da sitzt jemand neben dem Cola-Automaten und will sich gerade eine Cola ziehen. Wer sind Sie? Fragt er ihn. Der fragt den Geschäftsführer, arbeitet der Mann hier? Ja, ja, sagt der Geschäftsführer. Okay, die rennen weiter hoch. Lee Harvey Oswald steht 2 Minuten nach den Schüssen immer noch im Pausenraum, will sich jetzt eine Cola holen. Der war nicht um 12.30 Uhr oben am Fenster und hat geschossen, ja? So, also wenn man sich diese Zeitleiste anschaut, dann wird schon völlig klar, dieser Oswald fällt als Täter aus. Dann finden kurze Zeit später die Polizisten oben im 5. Stock das sogenannte Sniper's Nest, also das Schützennest, wo er angeblich gehockt hat und gelauert und geschossen. Und dort in der Nähe auch ein Gewehr. Das Gewehr wird von den 3 Sheriffs, die das finden, identifiziert als ein Mauser-Gewehr. 7,6 Kaliber. Mauser ist ein deutsches Präzisionsgewehr, bekannt. Einer von den 3 Sheriffs, die da die Waffe, die hinten hinter so ein paar Kartons da liegt, finden, der hat ein Jahr vorher im Dallas größten Waffengeschäft gearbeitet, der kennt sich aus. Wir sind in Texas, da wird viel rumgeschossen, die Leute kennen sich aus mit Schusswaffen. Das Gewehr wird als Mauser identifiziert von den Sheriffs. Wird auch so in den Nachrichten genannt, 1-2 Tage noch, mutiert aber dann am zweiten Tag plötzlich zu einer männlicher Carano, einem italienischen Gewehr, nämlich dem, was Oswald im Versand bestellt hat. Dieses Gewehr, auch das hätte zu einem Freispruch von Oswald geführt. Man hat bei ihm, als er dann verhaftet wurde, einen Nitrattest gemacht. Anhand von Nitrat, also von Schwefelspuren an der Hand und auf der Backe, kann man feststellen, ob dieser Mann gefeuert hat.
weil bei der Explosion von einer Patrone löst sich Schwefel und diese Spuren bleiben im Gesicht und an den Händen. Bei Oswald hat man gefunden Nitrat an beiden Händen, was daher rührt, dass er mit Schulbüchern, mit Kartons, mit Kisten zu tun hat, die auch leichten Schwefelgehalt haben, aber kein Nitrat an seiner Backe. Also er hat kein Gewehr abgefeuert an diesem Tag, sonst hätte er es auch an der Backe gehabt. Oder wenn er so schlau ist und sich hinterher in den 2 Minuten, die er Zeit hat, noch schnell die Hände und das Gesicht wäscht, dann wäre auch an den Händen nichts gefunden worden. Also diese Nitrattests sind auch ziemlich eindeutig. Jeder halbwegs versierte Strafverteidiger hätte daraus schon Honig saugen können. Zum Zweiten wurde aus dem männlichen Gewehr dieser angeblichen Tatwaffe kein Test gemacht, also dieser Cotton-Wisch-Test, den man macht, ob aus einem Gewehr gefeuert wurde. Der Standard ist bei jeder Untersuchung von Schusswaffen, der wurde bei diesem Gewehr auch gar nicht gemacht. Schon diese kleinen kurzen Sachen, die Zeitleiste und die Tatwaffe, machen klar, der Oswald saß, als die Schüsse fielen, in seinem Frühstücksraum, 4 Stockwerke tiefer und hat sich eine Cola gezogen. Der kann die Schüsse nicht abgegeben haben. Gut, dann wenden wir uns jetzt wieder der Person zu, die da um 12.30 Uhr am 22. November 1963 umgebracht worden ist, zu, nämlich John F. Kennedy und dem Motiv. Könnten wir mal so sagen, dass da ein Präsident war, der wider Erwarten sowohl innen- als auch außenpolitisch Tabula Rasa im Weißen Haus veranstaltet hat, wie jedenfalls nach ihm keiner mehr? Ich bin selbst bei meinen Recherchen jetzt für das Buch erstaunt gewesen, was ich wusste es schon in groben Zügen, aber was ich in Details über den erstaunlichen Wandel gefunden habe, den John F. Kennedy vollzieht in der kurzen Zeit, es waren ja kaum 3 Jahre, seiner Regierung. Er wird, und das beschreibe ich ganz relativ ausführlich, wie er überhaupt ins Amt kommt. Ich habe auch ein Kapitel über seinen Vater, der ja so einer der reichsten Männer des Landes ist, der auch, weil er seine Millionen während der Prohibitionszeit mit dem Schmuggel von Alkohol und der Mafia gemacht hat, der ein Börsenzocker vor dem Herrn war, der jüngste Bankier der USA mit 25 und so weiter und so weiter. Ein steinreicher und politisch gewiefter Mann, der dann auch von Roosevelt in die neu gegründete Börsenaufsicht, Stock Exchange Control, SEC, wie heißt der Laden, den gibt es immer noch, ja. Ja. Berufen wird, wo alle sagen, ey, wie kannst du denn diesen Kennedy, diesen Joe Kennedy da in die Börsenaufsicht berufen? Und dann sagt Roosevelt, ja, man muss doch einen Dieb einstellen, wenn man Diebe fangen will. Ja? Also sprich, dieser Papa mit allen Wassern gewaschen, stinkend reich, der dann auch mal in den 30ern Botschafter der USA in England wird, dann aber schnell wieder abgezogen wird, weil er große Sympathien für Hitler und Nazi-Deutschland hat. Und der dadurch, dass er eben in England als Botschafter versagt, durch seine Sympathien für Hitler-Deutschland dann seine politische Karriere auch verscherzt, der hieft seinen Sohn John F. Kennedy von 1947 an in das politische Geschäft, zuerst als Abgeordneten, dann als Senator, dann auch als Präsidenten. Kennedy gewinnt völlig überraschend die Wahl gegen Richard Nixon, den Vizepräsidenten von Eisenhower, der eigentlich ein gewiefter, kalter Krieger und so weiter, langjähriger Politiker schon ist. Und da kommt jetzt dieser junge Mann und alles geht davon eigentlich aus, dass JFK keinerlei Chancen hat gegen den gewieften Fuchs Nixon, der zumal ja schon eben eine Periode als Vizepräsident dort regiert hat. Und wieder des Erwartens und auch gegen alle Prognosen gewinnt John F. Kennedy mit hauchdünnem Vorsprung die Wahl. Es wird bis heute immer wieder behauptet, dass sein Vater dort über seine Mafia-Kontakte bestimmte Wahlkreise gekauft hat und diesen hauchdünnen Vorsprung sichergestellt hat.
Das ist wahrscheinlich, aber es ist nicht bewiesen und es wurde dem alten Kennedy, weder dem alten noch dem jungen, deshalb irgendwie ein Prozess oder ein Verfahren angehängt. So kommt jetzt JFK ins Amt durchaus und mit kalten Kriegsparolen. Er wirft zum Beispiel Nixon in der Fernsehdebatte. Dieser Wahlkampf ist der erste, der sozusagen vom Fernsehen entschieden wird, weil das erste Mal eine Debatte zwischen dem Kandidaten und zwischen den beiden Kandidaten Nixon und Kennedy im Fernsehen stattfindet. Und da schneidet JFK überragend ab, weil er einerseits so ein gut aussehender junger Mann ist, Nixon eher so ein verschwitzter, uncharmanter Typ. Und zum Zweiten, weil Kennedy dort auch eine durchaus aggressive, kalte Kriegsrhetorik schwingt, sagt, ja, wir müssen die Kubaner mehr unterstützen, dass die endlich ihre Insel zurückerobern und so weiter. Wir haben eine Raketenlücke, wir müssen aufrüsten. Das macht alles Kennedy und nimmt dem Nixon damit den Wind aus den Segeln. Dann, in dem Moment, wo er im Amt ist, wandelt sich aber dieser kalte Krieger auf erstaunliche Weise. Im April 61 findet die Invasion in der Schweinebucht von Kuba statt, die er quasi geerbt hat von Eisenhower, die CIA inszeniert. Mit 1500 Exilkubanern soll das Ganze so gespielt werden, als ob das ein Aufstand der kubanischen Bevölkerung gegen den Kommunisten Castro sei. Letztlich ist es natürlich von der CIA inszeniert. Kennedy sagt im Vorfeld schon, okay, wir können das machen. Aber eins muss klar sein, ein offizielles Eingreifen der US-Armee wird es nicht geben, weil ich will keinen Konflikt mit der Sowjetunion provozieren. Den CIA-Leuten, Alan Dulles und Dick Bissell, die das Ganze planen, ist vollkommen klar, dass dieser Plan nicht funktionieren kann, wenn die Armee nicht eingreift. Mit 1500 Peoples und 3 Schiffen kannst du nicht Kuba erobern. Sie behaupten aber, Kennedy, ja, und der Castro hat das doch auch geschafft, den Batista, also den vorherigen Diktator, zu besiegen in der Revolution. Und unsere Exilkubaner werden das jetzt ganz genauso schaffen, auch ohne Armee. Den CIA-Oberen ist aber völlig klar, dass das nicht geht. Und sie gehen davon aus, wir werden diesen jungen, unerfahrenen Präsidenten, wenn die Jungs da mal gelandet sind am Strand und dann unter Beschuss der kubanischen Armee geraten, dann werden wir ihn schon dazu bringen, mit der Luftwaffe einzugreifen und Kuba zu bombardieren, sodass wir dann eine volle Invasion starten können. Aber zum großen Erstaunen von Dulles und der CIA und zum großen Erstaunen dieser säbelrasselnden Generäle und seines Generalstabs lehnt Kennedy das ab und sagt nein. Und dann kommen also 200 dieser Kubaner, die da die Invasion machen, ums Leben. 1500 werden verhaftet, später freigekauft. Und Kennedy hat den ersten schon nach 3 Monaten oder 4 Monaten im Amt sich das erste Mal mit der CIA überworfen, ist seinerseits völlig gepisst über die Art und Weise, wie ihn seine eigenen Geheimdienste und seine Militärs über den Tisch ziehen wollten mit dieser Operation, von der sie genau wussten, wir kriegen das nie und nimmer hin, mit 1500 Invasoren da die ganze Insel zu erobern und Castro zu beseitigen, aber ihm gegenüber so getan haben, weil sie hofften, naja, wir werden ihn dann, wenn da unten an der Schweinebucht Not entstanden ist, schon dazu bringen, dass die Luftwaffe bombardieren darf. So. Das ist der erste Punkt. Ja, das bringt ja dann Kennedy zu dem berühmten Ausspruch, ich will die CIA in 1000 Stücke reißen und vom Wind verwehen lassen. Genau. Da sagt er dann schon, also diesen Laden, die verdeckte
Operationen planen, am Rücken, hinter dem Rücken des Präsidenten, und die dann noch versuchen, mich und das, die Armee und das ganze Land in einen Krieg reinzuziehen, das werde ich mir in Zukunft nicht mehr bieten lassen. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sein Generalstab, die Joint Chiefs of Staff und die CIA-Oberin sind völlig empört darüber, was dieser junge Spund von Präsident, sich da unerfahrene Typ, sich da rausnimmt. So, dann ein Jahr später reiben sich diese Herren dann die Hände, weil die U-2-Überwachungsflugzeuge feststellen, oh, es werden Raketen, russische Raketen, Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert. Und als diese Fotos dann vorliegen, freuen sich schon die Militärs und freut sich die CIA, dass jetzt endlich, weil jetzt kann der Präsident nicht mehr Nein sagen, jetzt endlich Kuba bombardiert werden muss und eine Invasion starten muss der Insel. Kommen Sie mit den Fotos zu ihm hin. Und Kennedy guckt sich das an und sagt, oh, 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 ja, großes Problem. Die Joint Chief of Staff, der Generalstab, drängt auf eine Invasion, drängt auf ein Bombardement dieser neu gebauten und noch im Bau befindlichen Raketenstützpunkte. Kennedy sagt zuerst mal nein. Das Einzige, was wir machen, ist eine Blockade auf See, damit keine russischen Schiffe mehr nach Kuba landen können und da Raketen und so weiter Material anliefern. Womit er jetzt eigentlich schon so als Weichei gilt, weil eigentlich wollen die Joint Chiefs of Staff sofort losschlagen mit einem nuklearen Krieg. Die wollen richtig losschlagen und Curtis LeMay, der Chef der Air Force, der schon seit den 50er Jahren dafür plädiert, dass man gegen Russland endlich den Nuklearkrieg führen soll, weil man sei um den Faktor, was weiß ich, drei- oder vierfach oder zehnfach den russischen Nuklearraketen überlegen. Und wenn dann jemand dagegen einwendet, naja, aber das bedeutet 40 Millionen Tote, wenn nur eine Rakete hier durchkommt von den Russen. Und dann sagt LeMay, ja, ja, mag sein, aber wir gewinnen den Krieg. Ja. Also der und seine Kameraden sind Vollrohr dabei, jetzt einen Krieg mit Kuba, und dann, wenn die Sowjetunion sich dann tatsächlich einmischt, auch mit der Sowjetunion zu führen. Kennedy hält dagegen und sagt, hör zu, wir haben hier West-Berlin, ja, das werden die Russen dann sofort einnehmen und wir riskieren irgendwie einen Krieg in Europa. Ist dem Curtis LeMay auch völlig schnuppert. Kennedy steht jetzt mit dem Rücken an der Wand. Fast sein ganzes Kabinett, außer seinem Bruder und McNamara, dem Verteidigungsminister, der Generalstab, der Geheimdienst, sind dafür, dass man sofort Kuba angreift. Und dann greift er zum allerletzten Mittel und zur allerletzten Möglichkeit, die er sieht, und nimmt direkten Kontakt mit Khrushchev, dem Generalsekretär der Sowjetunion, auf. Über einen Journalisten, der in Washington stationiert ist, entsteht so ein geheimer Briefwechsel. Hinter dem Rücken der Generäle, hinter dem Rücken ihrer Geheimdienste tauschen Khrushchev und Kennedy Briefe aus. Und das ist faszinierend, wenn man das liest. Die sind ja auch erst vor einigen Jahren, also vor 10, 15 Jahren, ist das ja auch erst alles bekannt geworden. Da schreibt dann Kennedy, lieber Khrushchev, ich habe heute Mittag wieder eine Generalstabsversammlung und meine Generäle sind drauf und dran, Kuba anzugreifen, weil ihr da Raketen stationiert und ich kann die auch nicht länger zurückhalten. Khrushchev schreibt zurück, lieber Kennedy, meine Generäle sind genauso drauf. Ihr habt Raketen in der Türkei stationiert und die wollen auch am liebsten losschlagen. Und dann nähern sich die beiden an und sagen, wir haben beide den Zweiten Weltkrieg erlebt und diesen Horror des Krieges. Und wir müssen unbedingt verhindern, dass sowas wieder passiert. Und sie finden dann sozusagen im direkten geheimen Backchannel über diesen Journalisten, der die Briefe hin und her bringt, eine Lösung. Kennedy sagt, wir ziehen unsere Raketen aus der Türkei ab, du ziehst deine Raketen aus Kuba ab und wir garantieren uns gegenseitig, dass wir keine Invasion, weder ihr in der Türkei noch wir in Kuba, stattfinden lassen. Das machen die beiden Präsidenten aus. So,
Und jetzt ist die entscheidende Sitzung, die letzte Sitzung. Das Militär steht schon sozusagen Gewehr bei Fuß. Die Piloten, es ist schon alles geplant, wie viele Bomben wohin auf Kuba fallen sollen und. Die letzte Sitzung, die Generäle kommen schon Hände reibend ins Oval Office und freuen sich, dass sie bald losschlagen können. Und da sagt Kennedy, meine Herren, der Fall ist erledigt. Ich habe mit dem Generalsekretär vereinbart, die Raketen werden ab morgen abgezogen und wir ziehen unsere aus der Türkei ab. Da fällt den Generälen die Kinnlade auf den Tisch. Und die Kuba-Krise ist, an der die Welt wirklich am Rand eines Nuklearkriegs stand. Weil, was damals noch gar nicht bekannt war, was erst Jahre später rauskam, die Russen haben in Kuba nicht nur Mittelstreckenraketen stationiert, sondern 137 nukleare Sprengköpfe stationiert. Das wussten die Amerikaner gar nicht. Das kam erst Ende der 90er Jahre bei einer Konferenz in Havanna raus, an der McNamara auch noch teilgenommen hat. Und Arthur Schlesinger, der Historiker, der da mit dabei war, schrieb, als McNamara, das hörte vieler fast vom Stuhl. Also die wussten noch nicht mal, dass da atomare Sprengköpfe stationiert waren. Wenn sich also damals diese kriegsgeilen Generäle wie Curtis LeMay durchgesetzt hätten gegen Kennedy, dann hätte es einen gigantischen Nuklearkrieg gegeben. Erstmal zwischen Amerika und Kuba und dann auch sozusagen auf dem Rest der Welt. Man kann ja nicht ausrechnen, wie viel Millionen Tote das bedeutet hätte. Die Bomben und Raketen, die Wasserstoff- und atomaren Sprengköpfe waren ja schon in den 20 Jahren oder knapp 20 Jahren um ein Vielfaches stärker als das, was in Hiroshima und Nagasaki passiert war. Ja. Also, Kennedy hat das mit diplomatischem Geschick gelöst, diese Krise. Das ist ja dann auch ein Grund, warum man sich mit einer gewissen Demut vielleicht mit Kennedy beschäftigen sollte. Dankbarkeit. Ja. Mir ist es so gegangen jetzt, dass ich, wenn man die Rede liest, und die kommt ja dann danach, und das ist dann sozusagen sein letzter Sargnagel. Er hat die Schweinebucht-Operation nicht mitgemacht, wie sich Militär CIA das wünschte. Er hat die Invasion Kubas verhindert durch diplomatische Verhandlungen mit Khrushchev. Und dann erlässt er die Order, dass die Militärberater aus Vietnam abgezogen werden sollen. Ja. Und es wird ja Kennedy immer so sozusagen in die Schuhe geschoben, dass er die Eskalation des Vietnamkrieges vorbereitet hat. Aber das stimmt ganz und gar nicht. Das stimmt ganz und gar nicht. Und John Newman hat also ein auch ehemaliger Militärgeheimdienstmann, Professor mittlerweile, der hat das jahrzehntelang jetzt erforscht. Und wenn man sich die Akten anschaut und das, was Newman dazu schreibt, dickes Buch, Kennedy und Vietnam, wird klar, Kennedy hat nicht den Vietnamkrieg eskaliert, er wollte ihn beenden. Und er erlässt diese Presidential Order, National Security Action Memorandum, im Sommer 63. Wir ziehen bis zum Jahresende 1000 Berater ab, bis nächstes Jahresende den Rest. Er will diesen Krieg in Vietnam nicht. Und das ist sozusagen, so beschreibe ich es in dem Buch, sein Sargnagel und sein letzter. Und wenn man dann die Rede sich anschaut, und da kann man tatsächlich ja nicht nur demütig, sondern traurig, da können einem die Tränen kommen, wenn man Kennedy reden hört am 10. Juni 63 vor der American University in Washington, in einer Rede, die er geheim gehalten hat bis zwei Stunden vorher vor allen seinen Regierungsmitgliedern und vor dem Militär, wo er sagt, er wird jetzt den Kalten Krieg beenden. Es hat keinen Zweck mehr, hier dauernd wettrüsten und den Russen als Feind zu sehen. Das ist eine Rede, da stellen sich einem die Nackenhaare hoch, wie klar und deutlich und radikal Kennedy das da verkündet, dass er raus will aus diesem Rüstungswettbewerb, raus aus dem Kalten Krieg und raus aus diesem Feindbild, die Kommunisten da und wir müssen da mit Gewalt und mit Militär. Er sagt, ich will wirklichen Frieden auf der Welt, keine Pax Americana, die nur mit Militärgewalt hergestellt wird. Diese Rede kann man sich, ich zitiere sie ausführlich im Buch, die kann man sich auf YouTube heute noch angucken und es
es können einem tatsächlich die Tränen kommen, weil wenn Kennedy nicht ermordet worden wäre, er hatte seinen Vertrauten schon angekündigt, wenn ich wiedergewählt werde, gehe ich nach Moskau und mache einen Friedensvertrag. Der Kalte Krieg wäre in den 60er Jahren beendet gewesen. Die Berliner Mauer, die wäre nach einem Jahr wieder abgebaut worden wahrscheinlich. Also es wäre wirklich die Weltgeschichte ein ganzes Stück friedlicher verlaufen. Die Millionen Tote in Südostasien, in Vietnam, Laos, Kambodscha wären erspart geblieben, hätte Kennedy sich durchgesetzt. Das ist offensichtlich. Und das ist der Grund, warum er dann ermordet wird. Und er hat sich sozusagen dreimal mit dem wichtigsten und größten Feind des Landes, vor dem Präsident Eisenhower in seiner Farewell-Rede warnt, wir müssen verhindern, dass der militärisch-industrielle Komplex immer mehr Einfluss auf die Politik gewinnt, sagt Eisenhower. Ja? Ja. Und der militärisch-industrielle Komplex, sprich die Rüstungsindustrie, die Militärs, die Geheimdienste, die wollen Krieg. Die wollen den Kalten Krieg eskalieren und die wollen vor allen Dingen, wenn es jetzt schon in Kuba nicht klappt, zumindest den Vietnamkrieg und da unten den Kommunisten Paroli bieten. Und was ja dann auch geschieht, an dem Tag, wo der Sarg von Kennedy in Washington aufgebahrt ist und Zehntausende Amerikaner diesen Präsidenten kondolieren, da sitzt Johnson mit dem Joint Chief of Staff zusammen. Und was sagt Johnson da? Sorgt dafür, dass ich im September gewählt werde, dann kriegt ihr euren Krieg. Ja. Und zugleich am 26. November, ich habe das hier gerade aufgeklappt, so ein Artikel von James Galbraith über die Exit-Strategie von JFK mit bezüglich des Rückzugs aus Vietnam. Da schreibt er, am 26. November 1936 hat dann Johnson schon... 63 hat er schon dieses National Security Action Memorandum 273 genehmigt, womit das, das Engagement der USA in Vietnam verlängert worden ist und eben die Absichten von John F. Kennedy rückgängig gemacht worden sind. Genau. Und so wird und dann wird Johnson wiedergewählt. Johnson ist eine Marionette der Ölmilliardäre in Texas, Hunt und Murchison. Die haben ihn sozusagen im Sack und im Säckel. Und dann wird JFK alles, was Kennedy sozusagen angefangen hat, wird innerhalb der nächsten Monate mit ein paar Federstrichen eliminiert. Es wird der Krieg in Südostasien eskaliert und es findet all das statt, was wir seitdem erlebt haben. Und insofern ist dieser Mord an John F. Kennedy wirklich ein tragisches Ereignis. Und deshalb hat er auch bis heute Relevanz, weil diese Art der rein militärischen, imperialen Machtausübung der USA, die wir bis heute haben, ja, die wollte er tatsächlich beenden. Er wollte wirklich die Hearts and Minds der Weltbevölkerung gewinnen, aber nicht mit Krieg und nicht mit Waffengewalt, sondern auf andere Weise. Und das ist der Grund, warum er ermordet worden ist. Und ich habe ja dann noch im Anschluss zwei Kapitel über die Morde an seinem Bruder und an Martin Luther King, die ja dann danach folgen. Und das ist, wenn man sich das anschaut, was da innerhalb von 4,5 Jahren in Amerika passiert, dann kann man feststellen, es wird, weil Robert Kennedy wollte ja diese Reformpolitik seines Bruders fortführen und hätte beste Chancen gehabt, Präsident zu werden. Das ist das Ende sozusagen der amerikanischen Republik und das ist der Anfang des auf rein militärischer Power beruhenden Imperiums USA, wie wir es bis heute kennen. Und es ist eigentlich auch das Ende des der Botschaft der Völkerverständigung in der amerikanischen Politik zugunsten des nationalen Chauvinismus, nicht wahr? Genau. Und insofern spielt dieser Mord und diese Nichtaufklärung des Mordes bis heute eine Rolle. Und insofern ist es wichtig, meines Erachtens, und deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, dieses Buch zu schreiben, da auch nochmal genauer hinzugucken an diesen Punkt der Geschichte, weil das war wirklich eine entscheidende Wegscheide. Und man kann
die Geschichte nicht zurückdrehen. Das ist passiert, was passiert ist. Man kann auch heute nicht mehr die Täter bestrafen, weil die mit großer Wahrscheinlichkeit alle schon unter der Erde sind. Aber was man machen kann und was andere Länder wie Argentinien, wie Chile und andere gezeigt haben, man kann mit dieser gewalttätigen Vergangenheit, die man hatte, aufklärend, und man kann damit umgehen. Man muss sie aufarbeiten, man muss sie aufklären und man kann sozusagen zum demokratischen System zurückfinden. Aber das, was wir aktuell erleben und was wir zumal nach dem 11. September 2001 erleben, ist ja eigentlich eine weitere Eskalierung dieser ganzen imperialen Politik, die die USA führt. Und insofern ist es umso wichtiger, auf dieses Datum nochmal zu schauen. Ja. Was wir noch gar nicht besprochen haben, was ich aber kurz erwähnen will, ist, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wie ist denn dieser Wandel Kennedys so zustande gekommen? Ja. Wie kommt es denn so dramatisch zu einer Änderung der Politik, zu einer wirklichen Radikalität der Friedensbemühungen und der Versöhnungsbemühungen eines Mannes? Und da habe ich auch etwas recherchiert und gefunden, was zumindest hier in Deutschland noch kaum bekannt ist, nämlich die Frau, die da im Hintergrund eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Wir haben jetzt gerade unlängst war wieder was erschienen in den USA, ist ja oft die Rede von dem Playboy Kennedy, der also alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, flachgelegt hat über seine Mätressen und Frauengeschichten und so weiter und so weiter. Seymour Hersh, den ich ansonsten ja schätze durchaus, hat sein schlechtestes Buch über diese Geschichten geschrieben, Dark Side of Camelot. Diese Stories über Kennedys Weibergeschichten inklusive Marilyn Monroe und so weiter und so weiter und so weiter sind für die Boulevardblätter. Also wir werden jetzt auch zum 50. Todestag da wieder einiges von erleben und das ist halt irgendwie ein Boulevardthema. Aber das ist nicht der Grund, warum er ermordet worden ist. Ich habe die Geschichte von Mary Pinchot Meyer recherchiert anhand einer eben erst oder letztes Jahr erst erschienenen Biografie. Mary Meyer war auch aus einer blaublütigen Ostküstenfamilie, Journalistin, verheiratet mit Kurt Meyer, Friedensaktivistin direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, World Federal Union, eine Vereinigung, Einstein war da Mitglied und viele andere Persönlichkeiten, die jetzt eben nach den Schrecken des Weltkriegs verhindern wollen, dass jemals wieder sowas geschieht. Dort war Kurt Meyer, genauso alt wie Kennedy, eloquent, brillant, klug, der Vorsitzende. Also er und seine Frau Friedensaktivisten. Dann wird Kurt Meyer 51 von Dulles zur CIA abgeworben, steigt dort schnell auf zum Direktor für Psychological Operations, ist also derjenige, der dann die berüchtigte Operation Mockingbird, also den Versuch der CIA, die Presse im In- und Ausland zu unterwandern und mit bezahlten oder unbezahlten Agenten und Assets zu bestücken, verantwortlich. Entfremdet sich während dieser Zeit immer mehr von seiner Frau. 1956 sind sie Nachbarn der Kennedys. Kennedy ist gerade Senator. Mary und ihr Mann wohnen direkt nebenan. JFK hat natürlich auch auf die super hübsche Nachbarin ein Auge geworfen, aber die ist so eine, die sagt, nee, hör zu, ich will nicht eines von deinen Betthäschen werden, und wird zu seiner guten Freundin und Beraterin, die dann später im Weißen Haus, als er dann regiert, quasi ein- und ausgeht. Viele der Berater Kennedys sagen, sie war seine wichtigste Freundin und Beraterin, die einzige Frau, die er nicht... Person, die er nicht rausgeschickt hat, wenn irgendwie politische Gespräche anstanden, die war also dabei. Und Mary Meyer hat
nach ihrer Scheidung denn eben auch einen ja bohemhaften Lebensstil angefangen, hat Malerei studiert, war in Künstlerkreisen unterwegs, hat eine Psychotherapie nach Wilhelm Reich gemacht, hat mit vielen Drogen experimentiert, unter anderem auch mit LSD, was zu der Zeit noch völlig legal war und von vielen Therapeuten eingesetzt worden ist, und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ihren Freund Jack Kennedy dazu überredet, mit ihr das mal auszuprobieren, weil doch das den Horizont erweitert. Diese Geschichten sind schon Ende der 70er Jahre mal hochgekommen, wurden dann von den Kennedy-Fans sozusagen, ach, das ist alles Quatsch, zur Seite gepackt, vom Boulevard irgendwie genüsslich zitiert. Ja, der hat nicht, war nicht nur ein Womanizer, sondern hat auch noch Drogen genommen. Wenn man sich aber, LSD hat ja einen denkbar schlechten Ruf mittlerweile, wenn man sich aber anschaut, was es für eine Rolle in den 50ern gespielt hat und in den frühen 60ern, als es noch legal war, dann kann man eben diesen schnellen Wandel, den Kennedy gemacht hat, durchaus auch darauf zurückführen, dass er eben so eine ja speziell inspirierte Freundin hatte, die mit ihm das auch probiert hat und so eben wirklich in seinem Denken und in seinem Handeln zu einem letztlich Vorläufer der Love and Peace Generation wurde. Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt, wenn man diesen Wandel von einem kalten Krieger, der er war und als der er sich geriert hat bei seiner Wahl und zu dem, was er dann tatsächlich in seiner Politik gemacht hat, bis hin zu dieser Rede, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann, nochmal nachzulesen, die er dann 2 Monate vor seinem Tod hält und wo er sagt, wir müssen aufhören mit dem Kalten Krieg, wir müssen endlich Frieden machen. Oh ja, und er will ja dann auch noch mit den Russen auf den Mond. Genau, er will, sagt, wir müssen im Space-Programm, wir wollen nicht, was dann, wie heutzutage wird dieser grauenhafte Ronald Reagan mit seinem Space War da als der Beender des Kalten Kriegs gefeiert. Kennedy wollte das Weltraumprogramm zusammen mit den Russen veranstalten und sagt, wir müssen aufhören, jetzt auch noch den Weltraum zu militarisieren oder da ein Wettrüsten zu veranstalten. Wir machen das mit den Russen zusammen. Und auch diese Order wurde natürlich nach seinem Tod sofort gekippt. Und ja, es ist, wie gesagt, ich habe sehr vieles gefunden, wo man wirklich wehmütig und traurig werden kann, dass John F. Kennedy nicht noch eine Amtszeit hätte machen können. Und wahrscheinlich wäre dann gewesen, dass sein Bruder 2 weitere Amtszeiten dann gemacht hätte. Also, dass wir die 60er und 70er Jahre eine völlig andere Politik gehabt hätten, als sie dann tatsächlich stattgefunden hat. Und da kann einem schon, ja, wie gesagt, Wehmut und Trauer überkommen. Zumal, wenn man sich die Opfer anschaut, die Kriege in dieser Zeit mit sich gebracht haben. Und man kann Zorn und Wut bekommen über die Perfidie und die Gewalt, mit der der militärisch-industrielle Komplex und seine Handlanger sich durchgesetzt haben. Und nachdem sie mit dem 11. September wieder einen neuen Anlass geschaffen haben, das alles wieder aufzufrischen, seitdem diese Politik einfach weitermachen. Leute wie du, die nicht nur jetzt den 11. September, so wie er uns verkauft wird, in Frage stellen, sondern auch das Attentat auf John F. Kennedy, die müssen damit leben, dass sie öfters mal mit dem Label versehen werden, sie seien Verschwörungstheoretiker, die in Verschwörungstheorien machen und meistens dann auch nur noch, um Geld zu verdienen. Kannst du mal erzählen, das ist dann auch der letzte Punkt, aber ich finde, das ist wichtig, dass die Verwendung des Begriffs Verschwörungstheorie und Theorien und Theoretiker in Sachen John F. Kennedy letztendlich auf eine Gruppe zurückgeht, die zu dem, die zu den Verdächtigen zählt, nämlich der CIA. Genau. Das ist wirklich ganz
bemerkenswert. Als der Jim Garrison Ende 66 den Prozess in New Orleans anfängt und da ja mit dem Angeklagten Clay Shaw, der dann freigesprochen wird, zum ersten Mal das Augenmerk auf die Machenschaften der CIA im Zusammenhang mit dem Kennedy-Mord lenkt, da wird dieser Garrison also massiv sabotiert vom FBI, vom Weißen Haus und so weiter in seiner Arbeit. Der Prozess geht ja dann, wie gesagt, auch entsprechend schief. Und am 1. oder Anfang Januar 1967 gibt es ein Memo des CIA, was an alle Stationen versandt wird, das auch erst in den 80ern irgendwie bekannt wurde. Und in diesem Memo, das ist sehr ausführlich, man kann es nachlesen, ich zitiere auch in dem Buch daraus, wird dargelegt, dass die Zweifel und die Kritik an den Ergebnissen der Warren Commission, also dem Einzeltäter Lee Harvey Oswald, dass die Überhand nehmen und dass die künftig gekontert werden müssen. Da werden dann Tipps gegeben, wie man mit Leuten, die die Warren-Ergebnisse da anzweifeln, wie man mit denen argumentiert und redet. Und es wird auch dann sozusagen ein Wandel insinuiert des Begriffs. Bis dahin wird in den Medien und in der Presse meistens von Assassination Theories geredet, also Theorien über den Mord an Kennedy. Und da wird jetzt der Begriff Verschwörungstheorien empfohlen. Das sollte man jetzt dann also Verschwörungstheorien nennen. Und diese Verschwörungstheoretiker, denen geht es in der Regel, haben die also unlautere Motive, meistens kommerzieller Natur. Die wollen halt mit schrägen Theorien irgendwelche Bücher oder Filme oder was immer verkaufen. Dann werden einige der schon direkt nach dem Mord erschienenen Werke von Mark Lane, von Joachim Jösten und ein, zwei andere zitiert, die eben Zweifel an der Warren Commission gesät haben. Das seien alles Verschwörungstheorien. So wird also dieses an sich normale und neutrale Wort. Es gibt Verschwörungen in dieser Welt, das bestreitet ja niemand. A und B verabreden sich hinter dem Rücken von C, um ihnen einen Nachteil zu verschaffen. Das gibt es in der Wirtschaft, das gibt es im Liebesleben, das gibt es überall, natürlich auch in der Politik. Verschwörungen finden statt, tagtäglich. Und Hypothesen über Verschwörungen sind Verschwörungstheorien. Jeder Polizist, jeder Kriminalist, der ein Verbrechen untersucht, wo er die Täter nicht weiß, der muss sich überlegen, ja, wer könnte denn da ein Interesse dran haben, wer hat mit wem da zusammengearbeitet, um dieses Verbrechen zu begehen. Jeder Kriminalist, jeder Richter, jeder Justizmensch muss Verschwörungstheorien anstellen, wenn er Verbrechen aufklären will. Und dieser neutrale Begriff wird jetzt zu einer Diffamierungsvokabel und ist es bis heute geblieben. Also jeder Mensch, und da gehöre ich halt nun mal zu, der es wagt zu behaupten, dass der Staat, das Militär und die Geheimdienste nicht nur Gutes tun, sondern auch Böses zu tun in der Lage sind, möglicherweise selbst schwere Verbrechen begangen haben oder mit initiiert haben, der wird als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Das ist nicht zu vermeiden, damit muss man leben, damit lebe ich ja auch schon lange. Was das Schöne ist, und ich habe unlängst da auch einen kleinen Text drüber geschrieben, jetzt nach der NSA-Affäre und Edward Snowden, wenn man vor einiger Zeit behauptet hat, dass die Geheimdienste sämtlichen Telefon- und Internetverkehr abhören. Und dann wäre man als Verschwörungstheoretiker, Paranoiker, Spinner hingestellt worden. Jetzt, nachdem Snowden das enthüllt hat und es offensichtlich ist, dass die Geheimdienste das tun, wie wird dann das? Naja, wird dann gesagt, das habe ich jetzt schon öfter zu hören bekommen, naja, das ist doch klar, Geheimdienste müssen doch spionieren, ist doch selbstverständlich, dass sie das machen, ja. Also vor wenigen Monaten war man noch der Verrückte
sowas behauptet. Und jetzt, naja, das ist doch klar. So ähnlich läuft es ja auch bei Kennedy, das ist jetzt schon 50 Jahre her. Und da sagen Leute, naja, es ist ja klar, dass der Oswald das nicht war, das weiß doch jeder. Ja, so. Also, aber da mal genauer zu gucken, wer war es denn und was läuft denn da? Und ist das nicht ein Verbrechen gegen die Demokratie? Ich habe ein Kapitel im Buch, das heißt Staatsverbrechen gegen die Demokratie, State Crimes Against Democracy. Das ist ein Begriff, den ein Professor, der Haven Smith aus Florida, Politologe, jetzt ganz kurzfristig vor einiger Zeit erst, er hat ein Buch geschrieben und schlägt vor, dass wir diesen Begriff Verschwörungstheorie, der irgendwie kontaminiert ist und der nur der Diffamierung dient, dass wir den nicht mehr verwenden, sondern dass wir von Staatsverbrechen gegen die Demokratie sprechen, dass wir die sauber analysieren und nicht, wie es immer wieder passiert, wie es mit dem Kennedy-Mord passiert, wie es mit 9/11 passiert, sagen, ja, das sind auch Leute, die glauben an Außerirdische und dass Elvis noch lebt und es wird mit einem Haufen Unsinn in einen Topf gerührt. Deshalb ist dieser Begriff Staatsverbrechen gegen die Demokratie durchaus geeignet, um eben genau das zu beschreiben, wie Staat oder staatliche Behörden oder militärische Instanzen Verbrechen begehen, die letztlich gegen unsere demokratische Ordnung, gegen unsere Verfassung gerichtet sind. Und gerade jetzt am Wochenende im Fernsehen Hans Magnus Enzensberger und Franz Schirmacher zu der NSA-Affäre sagen, ja, wir leben offenbar schon in postdemokratischen Verhältnissen. Weil wenn man die NSA-Massenbespitzelung kritisiert und darauf besteht, dass wir hier eine demokratische Verfassung haben, dass es sowas wie ein Recht auf Privatsphäre, auf Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter gibt. Da habe ich gesagt, naja, die Verfassung. Also es ist schon sozusagen die Tendenz, unsere Verfassung, unsere demokratischen Grundordnung für altmodisch zu erklären, das will ja nicht mehr funktionieren und man müsste heute sozusagen den Geheimdiensten zubilligen, was sie da tun. Und das ist natürlich absolut fatal. Also wenn wir da mitgehen und wenn wir nicht Verfassungspatrioten alle werden und sagen, nein, nein und nochmal nein. Unsere Regierung sagt jetzt, das ist ja alles legal, was die da machen. Nee, das kann nicht legal sein, weil dann ist unsere Verfassung sozusagen Klopapier, dann können wir damit nichts mehr anfangen. Wenn das legal ist, dass jeder Mensch am Telefon und in seinem Postverkehr, E-Mail-Verkehr abgehört und kontrolliert werden kann, dann ist die Demokratie erledigt, dann ist sie obsolet. Und insofern macht es Sinn, eben nicht mehr von Verschwörungstheorien zu reden, sondern das, auch das, was die NSA gerade tut, das sind Staatsverbrechen gegen die Demokratie. Okay, Matthias, dann danke ich dir für dieses Gespräch und wünsche deinem neuen Buch alles Gute. Ich wiederhole nochmal, JFK, Staatsstreich in Amerika, erschienen im Westend Verlag in Frankfurt. Vielen Dank. Okay, danke dir und bis demnächst. Jo.